Ist einfach irgendwie was Gelbes in der Wand. Kann man, weiß nicht, kann man das irgendwie. Ich gebe das mal dem Guide. Kann ich damit irgendwas machen? Dafür gibt's den Guide doch, ne? Ja. Crafting. Oh, ne, irgendwie muss ich ihn anders fragen. Ah, Place Material hier. Okay, ich kann damit Ember Torches bauen, die irgendwie Gold leuchten oder sowas. Ist jetzt okay. Nicht so wahnsinnig pralle. Ja, gibt schöneres. Hatten wir irgendwie schon eine Truhe für unsere Tränke? Nee, oder? Nee. Platziere ich mal eine neue für die Tränke. Okay. Trank, Trank, Trank. Noch mehr Tränke? Aspermoni. So. So, wo geht's denn hier hoch? Da hinten. Oh, Scroll. Alles klar, alles safe. Ich habe mir eben 71 Iron Bars rausgeholt. Barren? Hm. 71. What the fuck? Und 22 mal Tungsten. Alter. Das war noch gar nicht alles. Ein bisschen overpowered? Oh nö, geht schon. Ich meine Barren, nicht mal Ohr, sondern Barren? Wir haben halt ein bisschen was rausgeholt, sag ich doch. Boah, krass. Also das ist jetzt schon krass geil. So, haben wir gar nicht alles gebaut. Das. Ja, wir haben natürlich ein mega schönes Haus mit drei verschiedenen Rückwänden. Wir können ja nochmal ändern. Oder wir bauen einfach generell jeder sein eigenes Haus irgendwie nochmal neu oder sowas. Ja, auch eine Möglichkeit. Komm, blöder roter Schleim. Aber ich bin froh, dass jetzt mal endlich nach so vielen Jahren von Terraria ein Update rausgekommen ist. Ehrlich, das wurde wirklich Zeit. Wie nach so vielen Jahren? Terraria gab es ja schon 3-4 Jahre davor. Ich weiß, seit 2011 gibt es Terraria. Ja. Wir haben doch schon eine Kiste. Wieso bin ich eigentlich zu blöd gewesen, die zu finden? Ey, wir haben doch schon eine Kiste für Tränke. Ich habe gerade ein Grab von dir gefunden. Das ist schön. Ja. Ich bin ja auch ein paar Mal gestorben, von daher kann das durchaus ja, sein. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, in welchem Zusammenhang wir das gebracht haben. Hm? Och nö. Ja gut, komm. Da stand nämlich irgendwie gerade, The Line wurde von einem Schleim penetriert. Achso, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir irgendwie auch, ne? Oh, da ist ja jemand. Juhu. Ich glaube, jetzt müssen wir uns eigentlich beide eine Eisenrüstung machen können. Ja, wenn du so viel rausgekriegt hast. Achso, die Maschine produziert jetzt praktisch. Ne, du musst einfach das Zeug aktiv ausrüsten und versuchen, das drauf zu platzieren mit Linksklick. Okay, und dann kriegst du es gleich raus. Ja, ja. Was waren das, Matschblöcke? Ich glaube Matsch und Sand, ne, oder sowas geht. Erde, Matsch. Ich weiß nicht, ob Erde auch geht. Kannst ja mal probieren. Ja, mach ich mir. Mit Linksklick. Ne, Erde geht nicht. Hä? Ich hab's doch gerade gemacht. Ich hab Gott Matsch in der Hand. Okay, nee, das, ich glaube Sand und hier Schlamm oder das. Das Zeug, was auch runterfällt, geht glaube ich nur. Okay. Wenn, hast du Sand irgendwie? Du musst damit mal probieren. Doch, ich hab Sand. Also geht auch nicht? Nö. Ich verstehe es nicht. Also vorhin okay. Ging's mit diesem, was du mir gegeben hattest, dem Sylt. Oder arbeitet die jetzt gerade noch? Nee. Die hat's mir direkt rausgegeben. Ich sichere mal meinen. So, was ist das? Die ist leer.
Ach, ich hab mir doch schon Tungsten. Ich hab Tungsten schon zwei Sachen gemacht. Ich sollte vielleicht meine Tungstenrüstung dann vervollständigen. Das hatte ich in die Piggybank geschmissen. So. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Genug. Mach dir was damit. Ja, dann mache ich mir eine Rüstung. So. Ups, ist ja nur ein bisschen. So, Tungsten Greaves. Yay, Tungstenrüstung. Oh, ich erinnere mich. Jetzt geht das Inventar da so langsam durch. Ja, genau. Wir haben auch sogar Silberohr, ey. Zwei Abwehr. Copper. Zwei Abwehr. Tinohr. Ironohr. Wir haben 41 Topase inzwischen, ey. Boah. Krass. So. Quickstack. Was ist denn der Set-Bonus von einem Eis? Eisen? Keine Ahnung. Ich hab Set-Bonus 3 Defense bei mir. Beim ich Tanks. Hab 2. Ja, dann wird wahrscheinlich bloß das ist höher dann mit der Zeit. Nee. Hier haben wir noch Silt, sehe ich gerade. Ich probiere es nochmal mit meinem Silt-Block. Wenn du das auch mal siehst. Ausgehend ist es hier. Oh lol. Und jetzt habe ich gerade jede Menge Erze rausbekommen, unterschiedlichster Art. Led, Tungsten, Gold, Iron, ich glaube Copper, ja, Copper war auch dabei. Oh krass, wie geil! Jetzt sollten wir eigentlich gerade nur noch das Zeug haben. Es ist ungefähr ultra einfach, so an die guten Sachen zu kommen. Ja eben, eigentlich sollten wir jetzt nur noch das farmen, weil drüben in der... Ah, wie heißt das? Ja, in dem Biom halt gibt es ja eine Menge davon. Lohnt sich eigentlich am meisten. So ein bisschen, ne? Hier packe ich das mal mit rein. Das... Ah, dann falsch. Lehm? Ist das Lehm? Weiß nicht, probier's mal mit Lehm. Ja, aber Matsch habe ich ja. Lehm. Muss mal Fackeln bauen auf jeden Fall. Lehm geht auch nicht. So. Dann packe ich das nämlich alles da rein. Sand. Lehm geht auch nicht. Komisch. Oder warte mal, vielleicht aus unerklärlichen Gründen geht es vielleicht nur bei dir. Das halte ich für ein Gerücht, aber ich habe glaube ich sogar ein Emerald bekommen. Das geht auch? Nee, das geht nicht. Okay. Ich nehme ja mal an, das ist das Zeug, was da so runterfällt, wenn man draufsteht, ja. Außer Sand. Huch. Der Herr. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist nicht der Sand. Das ist auch ein bisschen seltener. Sand wäre echt heftig, also. Ja, Sand wäre wirklich heftig. Aber eigentlich, ich wage mich mal daran zu erinnern, dass da drüben doch ganz viel von diesem Zeug wäre. Oder ist das da? Nee. Pack hier mal Ember hin. Aber Sand könnte ich, glaube ich, mir mal Sand ein bisschen zu Glas machen. Damit ein paar Fenster kriegen hier. Ja. Und nicht immer so trüben. Ich habe ein bisschen Sand in den Truhe. Ja, habe ich gerade komplett umgewandelt. So. Ja. Ich glaube, hier war keiner. Ne, hier war nichts von dem Zeug. Aber das waren noch zwei Materialien, die man da reinwerfen konnte. Du musst du mal abbauen, wenn du es genau wissen willst. Stand doch da. Ja. Yay, wir haben ein Fenster. Juhu! Licht! Oh. Uff. Das war zu viel. Das ist klar. Food Wall. Lol. Was war das denn? Hä? Was ist das denn? Geht denn mit bei dir? Ich bin gerade in diesem komischen roten Biom da und da ist sowas wie ein
dieser Fresser oder so, nur ein bisschen anders und der heißt auch anders. Na, wie gesagt, das ersetzt komplett das Corruption. Das ist eigentlich von der Schwierigkeit her genauso wie Corruption, das ersetzt es nur. Deswegen ist das jetzt nicht so verwunderlich. Ja. Da waren wir anscheinend auch noch nicht. Ne, wir sind da so weit nach rechts immer gar nicht gegangen. Okay. Na gut, dann verpiesel ich mich mal auch, weil mir gefällt es hier irgendwie auch nicht so ganz. Irgendwie ist die Musik creepy und irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Wolltest du nicht sterben? Also ich habe es eine Stunde lang überlebt. Wow, das ist ja nice. 2,5 Folgen ohne Sterben. Go, go. Ah, wir sind 6. Na, wie gesagt, 24 Minuten Folgen. Aha. Wusste ja eigentlich gar nicht, das Terraria. Hast du mich da jetzt gekriegt? Ich wusste gar nicht, dass bei Terraria ein Tag 24 Stunden dauert. Ja. Irgendwie die Nacht 9 Minuten und ich glaube, der Rest ist dann 15 Minuten der Tag oder sowas. Finde ich besser als bei Minecraft. Das ist nicht ganz klar. Also zumindest laut Terraria Wiki nicht gleich aufgeteilt. Ja, das finde ich gut, weil in Minecraft ist es ja, soweit ich weiß, 1 zu 1, ne? 1 zu 1, ich glaube 4 Minuten Tag und 4 Minuten Nacht war es. Oder 8 Minuten Tag und 8 Nacht. Ich kann sogar Glastüren machen. Wie geil ist das denn? Und Glasstühle und Glastische. Ah, Update war schon geil. Kann man echt nichts sagen. Du kannst echt aus jedem Scheiß jetzt komplett alles machen. So. Also da drüben habe ich kein Matschzeug gefunden. Eichhörnchen. Ich baue mal weiter Häuser, ne? Damit wir ein paar mehr NPCs kriegen. Okay, ja, ich guck mal nach diesem Zeug halt. Oh, hier ist ja auch schon Crimson. Ja, wir konnten in beide Richtungen nicht weit laufen. Hätte ich vielleicht auch gleich sagen können. Na egal. Oh ja, sicher. Monsterfalle hoch 10. Übrigens, Crimson sieht auch so generell sehr geil aus. Also... Da ist es, finde ich, fast ein bisschen schwieriger, das Zeug zu abzufarmen, was da unten drin ist. Ja, sieht auch so aus. Weil da war gerade Monster Party. Steinziegel. Ja, ich mache jetzt mal hier ordentlich, weil Stein haben wir genug, da kann ich auch ordentlich bauen. Ja, das stimmt allerdings. So, haben wir hier unten noch was? Ehrlich. Das. Ich muss eigentlich mal kurz befreien. So, komm, geh runter. Oh. Komm, ich will Matsch. Dass hier was ist, aber. Ja, wenn ich mich so dran erinnere, so häufig haben wir das auch nicht gesehen. Nee. Wenn man jetzt mal danach sucht, fällt einem eigentlich auf. So häufig ist es ja gar nicht. Wäre jetzt eigentlich cool, weil wir können hier die ganzen Wege, die wir gegangen sind, können wir ja schlecht nochmal abfahren. Können wir schon, es wird relativ langweilig. Ja, genau. Huch. Ich guck mal, vielleicht gucke ich mir noch ein paar Folgen an und guck, ob wir da was verpasst haben. Tu das. So, jetzt brauche ich noch. Erstmal hier. Zack. Tür. Hätte ich die Türen gleich mitmachen sollen. Ich hält. Irgendwie, dass der Tanksenrüstung so mit lila ansetzen ist, ist irgendwie schräg. Okay. Bitch, I'm fabulous. So, ich brauche mal eine Glastür, weil ich es kann. Genauso wie Tisch und Stuhl, damit es schön zusammenpasst.
brauche vielleicht gleich mal zwei Tische. Eine Glastür. Was sind die Stühle? Ach, da. So. Ich bin mal kurz für ein halbes Minütchen weg. Jo, okay. Hab mich eingebaut, kann also nichts passieren. Hoffentlich. Ja, ja. Und cool. So. Glass Wall. Wuhu! Neue NPCs. Kann man nicht noch irgendwo. Also wie ein Bauernzone packe ich es mal darüber. So war glaube ich ein bisschen länger wie ein halbes Minütchen. Ja, nicht so schlimm. Wir haben gerade einen neuen NPC bekommen. Welchen? Den Explosionshändler. Oh, der verkauft aber ganz schön teuer, habe ich bei Pizza mitgesehen. Voll die Werbung hier, gell? Ach, was soll's. Ich glaube bei uns war das kein großer Unterschied. Nee, ich glaube. Außer also, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich beschweren würde, wenn man für seinen Kanal Werbung macht. Wir machen ja keine Negativwerbung. Ja. Wir sagen jetzt nicht, geht hin und flamet die, sondern ist ja. Gibt ja auch keinen Grund. Ah, mein Aber ich ist ganz schön noobig. Ja, gut, das stimmt. Vor allem in Terraria Extreme, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Also, das ist schon manchmal, tut dem echt weh, wenn man so zuguckt. Warum wachsen eigentlich die verkackten Bäume nicht? Ich verstehe das nicht. Die brauchen ziemlich lange, glaube ich. Aber ich kann mal hier ein paar fällen, wenn ich schon mal hier bin. Ja, wie gesagt, Neupflanzen immer, ne? Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, ich muss dir mal so sagen, meine Abos haben in den letzten paar Tagen irgendwie ziemlich krass zugenommen. Das ist schön. Bei mir hat sich nicht viel verändert. Nee, das liegt daran, weil ich von einem anderen Let's Play, also vom anderen YouTuber, habe ich halt eine Erlaubnis gekriegt, von ihm ein Projekt zu bearbeiten und habe auch die Erlaubnis gekriegt, ein Kommi unter sein Video zu posten und sein Video hat halt eben mal 30.000 Aufrufe. Oh, das ist schon nice. Ja, und meins wurde jetzt in die Top gevotet, von daher sieht es auch jeder und ich habe jetzt schon 200 Klicks da drauf, von daher ist es ganz geil. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, mein zweites Video war auch sowas, da durfte ich hier bei Ranzratte, habe ich ihm eine Videoantwort gepostet. Auf ein Video von ihm, da wurde auch plötzlich mal am ersten Tag 1300 Klicks. Ich so, okay. Uh-huh. Weil er halt auch das Video noch geliked hat und auch noch selber was drunter geschrieben hat. Ja. Also, er hat sich das wirklich angeguckt und hat mir sozusagen noch Tipps gegeben, wie ich mich verbessern kann. Und dadurch halt über 1000 Klicks am ersten Tag. Ja. Ist klar. Ist extrem geil dann. Aber sagen wir so, das ist großartig anders, wie klappt es auch nicht mehr bei YouTube. Also, es gibt einfach zu viel Zeug. Entweder ja, musst du. Muss super awesome Content machen, was echt schwer ist. Oder du hast halt dann sowas. Ja. Oder dich pusht halt jemand, aber das kommt heutzutage auch zu selten vor. Das ist halt, das meine ich ja damit, also sozusagen, das ist für mich ziemlich das Gleiche. Ob nämlich einer pusht oder mir da was hinschreibt. Also den letzten. Ja, guck mal. Und der Farbenhand ist auch da.
den letzten, also das letzte Mal, wo ich mitgekriegt habe, dass jemand aktiv in der Let's Play-Szene gepusht wurde, war von Zombie. Und das war The Kid of Stone. Der hat innerhalb gar nichts. Ja, der hat innerhalb von 4 Wochen auf 30.000 Abonnenten hochgepusht. Weiß nicht. Ich finde sowas Quatsch. Übrigens, die goldene Truhe, die jetzt auf den NPC-Häusern ist, da ist das ganze Bauzeug drin, was ich jetzt so noch übrig hatte. Okay. Brauchst du Holz? Nö, geht eigentlich. Ich habe 30 Wood und ich brauch's aber erstmal nicht. Brauchst du Fackeln? Ich habe keine. Dann gebe ich dir mal ein paar ab. Ja, so. Ach, da unten. Was? Boah, ich habe mich gerade gewundert, wo das ganze Holz ist. Mein Holz ist weg, nicht. Ja, sah gerade echt so aus. Das hier habe ich von so einem Ding bekommen. Von so einem Ding aus der Crimson. Vertebrae. Material. Ah, das ist ja geil, natürlich gerade da unten. Wix Guide. Erstmal hier sowas drüber bauen. Falls er wieder hier runterfällt. Kann man, glaube ich, irgendwie die Crimson Rüstung mitbauen. Ne, du kannst eine Battle Potion bauen. Aha. Und ein Bloody Spine, was das Brain of Cthulhu holt. Und ein Mechanical Wurm, was den Destroyer holt. Das ist, glaube ich, ein Hard Mode, ja. Mechanical Wurm ist Hard Mode. Bloody Spine, hier das Brain of Cthulhu ist sozusagen anstatt diesem Eater of Worlds. Okay. Funktioniert ein bisschen anders. Ich habe das, wie gesagt, einmal schon besiegt jetzt mit meinem anderen. Ist ein bisschen schräg. Okay. Aber die Battle Potion ist auch eine Potion. Increases Enemy Spawn Rate. Da spawnt einfach nur mehr Scheiße um dich rum. Du kannst auch eine Water Candle nehmen, ey. Lohnt sich ja richtig. Naja, es gibt ja Leute, die irgendwas farmen wollen, was bestimmt ist. Da lohnt sich das schon. Oh, das Lagerfeuer geht aber ganz schön weit. Ja, ja. So, ich probier's mal was. Ich will mal wissen, was hier genau. So, Silt oder Slush? Ich glaube, Slush ist zerbrochenes Eis aus dem Eisbiom. Slush ist so Matsch, Eismatsch oder so. Ja, ja, aber das gibt's wahrscheinlich nur im Eisbiom und sonst geht nur dieses Silt, den du mir gegeben hast vorhin. Trotzdem, awesome! Wo ist denn ein nächstes Eisbiom? Keine Ahnung, wir haben ja nicht weiter geguckt, wir waren ja nur maximal im Crimson. Sollten wir vielleicht mal machen. Ah, willst du dich das Crimson durchschlagen? Irgendwann müssen wir es sowieso. Na, wollen wir es jetzt versuchen? Ja, wir müssen ja noch in der Aufnahme sterben. Also dürfen wir es auch ein bisschen provozieren. Lol. Ich jump gegen die Wand. Ja, sehr gut. Hätte vielleicht nicht direkt bei Nacht gehen sollen, oder? Das wäre vielleicht eine Überlegung wert gewesen. Tja, wenn wir jetzt schlafen können in den Betten, kann man aber nicht. Nee. Ach, was soll's. Weil ich sag, ach, was soll's und... Mömp. So, Crimson. Ja. Deathweed. Ach so, zum Rauchen. Hm? Nee, hier gibt's Deathweed. Also, ja, Crimson-Biom kann man ja nichts abbauen. Ja, ich meine so zum Rauchen, Deathweed, das wäre irgendwie... Hier ist schon einer gestorben von uns. Ja. Ah, Alex Plate. Wurde längst gefällt. Wieder Crimson-Biom. Da ist so eine Spinne, die kann einfach so durch die Erde da unten klettern. Ja, wie gesagt, Crimson Biom. Mich wundert, dass hier eigentlich gerade keine anderen Viecher rumlaufen. Da gibt es noch diese komischen Riesenmonster. Gefällt mir. Mann, ist das riesig. Da kommt gleich wieder eine Spinne hier. Wieder an. Die sind ja zwei nebeneinander. Wollen mich verarschen? Zwei Eingänge? Eigentlich besteht eins doch nur aus einem Eingang.